Hi und willkommen zurück zu Under the Waves. Ich will immer zwei sagen. Egal. Wir sind unterwegs zum Eingang Sektor A, um die Bohrer abzuschalten. Hier ist ja alles im Arsch. Das ist ein Unterwasserschrottplatz, den wir reparieren sollen. Aber wir machen das mal. Wir werden ja dafür bezahlt, hoffe ich. Wenn ihr das nicht bis zum Ende anschaut, könnt ihr mir trotzdem ein Like da lassen. Ich nehme das gerne mit. Wir waren ja schon mal hier, aber dann mussten wir die Drohnen befreien. Und jetzt schauen wir uns mal diesen Murks hier an. Vielleicht geht das Tor überhaupt nicht auf. Also gut, du kommst am Eingang von Sektor A an. Ich muss Moon Undock-Rechte erteilen. Fertig. Jetzt solltest du reinkommen. Die Kommunikation im Sektor ist vom Netz. Du bist auf dich allein gestellt. Okay. Bohrer finden, manuellen Shutdown aktivieren. Au! Das war's. Viel Glück. Und Ende. Die depperte Drohne hat mich voll gerammt. Und es lädt. Ihr dürft das gerne lesen. Los geht's. Rein ins Gitter. Das ist ja der Ausgangspunkt hier eigentlich. Hier sind wir, glaube ich, gestartet. In der ersten Folge. Lex, selbst hier unten. Oder? Ja, überall Lex. Zugang gestattet. Diese Türen sind sehr alt. Diese Tore. Das stimmt nicht. Mit all dem hier. Vielleicht sollte ich gar nicht hier unten sein. Nee, würde ich unterstreichen, ja. Unglaublich, wie das hier aussieht. Einfach wow. Du machst Witze. Tja, hoffentlich funktioniert der Laser. Okay. Ich habe jetzt mal ein Foto gemacht, weil ich den Laser nicht ausgewählt habe. Hier. Dazu muss ich aussteigen. Super. So was müsst ihr vorne ans Schiff machen, ans Boot. Ach komm, es hält's ja im Kopf nicht aus. Warum kann ich... Hä? Kann ich das doch vom Boot aus machen? Ja. Okay, und fertig. Ist noch jemand hier unten? Ich hoffe nicht. Das gehört? Was zum Teufel haben die hier veranstaltet? Die manuelle Abschaltung sollte in der Sektorsteuerung sein. Da schaue ich zuerst. Oh,
Ich habe da gar keinen Bock drauf, das rauszufinden, aber hilft ja alles nichts. Hier rettet jemand mit uns. Hier ist es. Sektorsteuerung. Kann man da irgendwo rein? Uiuiui. Hey, wir sind da. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ja, wir müssen runter. Das so gut ist jetzt, ich weiß ja nicht. Diese riesigen Ketten. Ah, okay. Okay, ich hol mal das U-Boot, dann schneiden wir das mal frei. Speichert hier ständig. Passiert vielleicht was. Aufpassen hier. Vielleicht können wir hier rein. Ist okay. Los, die Steuerung. Red dir das ruhig an, dass ja alles okay ist. Das sieht richtig aus. Ah, Mist. Druck ist zu hoch. Ich muss ihn senken. Druck senken? Der Druck ist schon am Limit an der Bohrstelle. Fuck off, wie komme ich denn jetzt hier rein? Ja genau, diese Scheiße schon wieder. Meinte, alles Öl der Region fließt durch diese Anlage. Ich muss den Durchsatz in den Rohren verringern. Den Druck in der Hauptsäule senken. Nördlicher Hilfsbohr, ich habe keine Ahnung. Die Kabel. Das ist die Verbindung zu den Bohrern draußen.
Okay, wir müssen da rein. Brauchen wir so eine Fackel? Meine Sehkraft kommt wieder zurück. War auf einmal weg. Kommen wir jetzt rein hier? Ja? Der Druck ist schon am Limit an der Bohrstelle. Ach Mann. Ich weiß nicht so richtig, was ich hier machen soll. Oh, hier ist eine Werkbank. Den Eindruck, die Fackeln werden wir gleich brauchen. Bohrstelle deaktiviert. Das sollte den Fluss stoppen. Ja, aber einen Hauptzugang öffnen, ne? Druckpegel im Grün. Endlich. Ja. Wir nehmen das mal mit. Kann man immer gebrauchen. Luft wird hier unten immer benötigt. So, nur die restliche Bohrung stoppen und dann weg. So einfach wird das nicht, glaube ich. Ist halt kacke, dass sie das nicht von außerhalb bedienen können. Schon wieder. Bitte. Bitte. Nein, nein. Raus aus meinem Kopf. Dem geht's nicht so gut. Nein, 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 nein. Stopp! Wie lange dauert denn das noch? Luft nehmen wir mal mit.
wie immer. Es ist ein bisschen unheimlich hier unten. Mann, wie soll ich das Ding stoppen? Alter. Unichench ist seit Jahren hier am Werk. Tag um Tag. Saugen sie den Ort hier aus. Verdammte Vampire. Also los. Ich muss ein Monster töten. Red mal bitte nicht von Monstern hier. Komm schon, nimm's. Die jetzt alle aufspringen müssen, kriegen wir aber Probleme. Also für Minen habe ich gar nicht. Okay, hier ist noch eine Mine. Stell dich doch mal jetzt hier hin. Meine Herren. Und was, wenn sie sich wehren? Wenn der Planet aufbegehrt? Red mal. Jedes Recht dazu. Red mal bitte jetzt nicht so eine Scheiße, Alter. Ganz böse Enten hier, seht das schon. Emma hatte recht. Das ist alles so krank. Allerdings. Es reicht. Ich bin fertig. Ich muss weg.
verlassen. Wenn das mal so einfach geht. Alter, was für riesige Bohrscheiße hier. Zum Glück weiß man nicht, was wirklich im Meer abgeht. Auch in der Realität. Das kann ja alles nicht gesund sein. Schnell weg. Komm, hier passiert doch noch was. Das war's doch noch nicht. Verlassen, 949 Meter. Das ist aber ganz schön weit. Gleich mal einen Sauerstoff nehmen, bevor es hektisch wird. Na los, komm schon. Wann ist das viel? Viel, weit. Wann ist das viel? Ach komm, hör auf jetzt. Dem Weg, den wir gekommen sind. Nee, ich glaube nicht. Das war's noch nicht. Irgendwas ist hier noch. Komm. Zurück. Fallen? Wie komisch, oder? Ich rede mit dir wie mit einem lebenden Wesen. Als würdest du mich verstehen. Tust du aber nicht. Du bist ein U-Boot. Eine Maschine. Was einen Namen hat. Boon? Boon? Schöner Name. Das hat ein Gesicht. Ganz schön melancholisch, oder wie das heißt. Ja. Ihr wisst schon noch, was ich meine. Also keins, das ich mir vorstellen könnte. Also, wie anders die Waffen sind. Wir brauchen wohl alle Gefühle. Das ist die Einsamkeit. Die Angst vor Einsamkeit. Hier unten eigentlich allein sein. Aber dann habe ich dich zu meinem Gefährten gemacht. Alter! Was sagt das über mich aus? Du hast sehr gelitten. Manifestiert. Einsamkeit. Para. Mein Verstand. Im Kampf gegen sich selbst. Der ist wirklich, Freund. Oh, ich will mal was sagen. Der ist wirklich total fertig, der Typ. Der Stan.
komm schon. Nichts wie raus hier. Jetzt haben wir gleich wieder Funkkontakt. Wusstest du das schon? Unitrench wurde bereits im Jahr 1911 gegründet. Ich lese zu langsam. Scheiße. Oh. Stan, ich erfahre gerade, dass die Bohrer abgeschaltet sind und kein Rohöl mehr fließt. Wow, dass ich mich mal so über diese große rote Null freue. Ausgezeichnet. Das Feuer frisst sich noch durch das Öl oben auf der Plattform, aber du hast ihm die Nahrung genommen. Das Ökosystem hier ist dir was schuldig. Und ich auch. Will das mal sehen? Wie sieht's da oben aus? Nicht gut. Du kannst dir vorstellen, wie es hier ohne deine Hilfe aussähe. Die Drohnen bekämpfen das Feuer, aber auf der Bohrinsel war viel Rohöl gelagert. Zumindest ist es unter Kontrolle. Kannst aufatmen. Das Management ist da. Ich werde nicht demütig dastehen, während sie alles auf mich schieben. Arbeiten wir immer nachts? Immer wenn ich an die Oberfläche schwimme, ist Nacht. So. Dann wird es wieder einen schönen Albtraum geben. Ja, ich repariere das gerade mal. Die Drohne ist uns wieder reingefahren. Die reparieren sich ja leider nicht, wenn die angedockt sind. Also das U-Boot hier, Moon. Aber ich muss sagen, das ist immer wieder... Hat sehr schöne Stellen, das Spiel auf jeden Fall. So, Feierabend. So ruhig hier. Habe ich noch nie bemerkt. Lokal. Einsam. Wollen wir noch mit jemandem reden? Wo ist das? So viel Ausrüstung. Oh Gott. Habe ich noch nie bemerkt. Nee, waschen brauchen wir nichts. Warte mal, da ist was, oder? Da ist noch ein Punkt. Der nächste war wohl fällig, denke ich. Was redet der immer? Pflanze gießen? Computer. Stan? Stan, kannst du mich hören? Ja. Ja, ich bin hier. Mein Gott, was ist passiert? Geht's dir gut? Sag mir nur... Mir geht's gut. Die Brände sind nur an der Oberfläche. Mir geht's gut. Mein Gott, du hast keine Ahnung, wie besorgt ich war. Ich will, dass du nach Hause kommst. Jetzt. Emma, ich kann nicht einfach... Doch, das kannst du wohl. Du glaubst vielleicht nicht, dass du es kannst, aber du kannst es. Sie braucht mich um. Sie? Wer? Irgendein gesichtsloser Unitrench-Manager? Einer von Tims Lakaien? Nein, du verstehst das nicht. Ich sehe. Ich hab sie gesehen, Emma. Ich habe sie hier unten gesehen. Wovon sprichst du? Ich wollte dich nicht beunruhigen. Aber es war Pearl. Ich habe Pearl gesehen. Ich weiß, das zu hören ist heftig und Gott weiß, es war schwer, das zu sehen. Aber ich schwöre bei meinem Leben, sie war wirklich bei mir. Ich war auf einer routinemäßigen Wartungsfahrt. Eigentlich nur eine Aufräumaktion und da war dieses Licht und ihr kleiner Bär. Erinnerst du dich? Lumière.
Ich weiß. Es war... Emma? Du musst mir zuhören. Hast du gehört? Ich habe Pearl gesehen. Ich werde Tim anrufen. Ich werde die Polizei anrufen oder die Küstenwache oder wer auch immer für die Regulierung von diesem Unternehmen zuständig ist. Nein, nein, du hörst mir nicht zu. Dir geht es nämlich offensichtlich nicht gut. Du bist weit davon entfernt, dass es dir gut geht. Ich bin nicht ver... Ich habe sie gesehen. Ich habe sie berührt. Sie hat mir das Leben gerettet. Da unten. Pearl? Pearl hat dir 100 Meter unter Wasser das Leben gerettet? Hatte sie einen Taucheranzug an? Nein, sie war... Hör dir doch mal selbst zu, bitte! Pearl ist tot, Stan. Sie ist tot. Ich weiß nicht, ob du unter Stickstoffvergiftung leidest oder so, aber du brauchst Hilfe. Und die werde ich dir besorgen. Ich rufe Tim an. Nein, bitte. Er wird nicht... Das gilt für mich genauso wie für dich. Ich bin... Du bist was? Das spielt keine Rolle. Ich liebe dich. Warum habe ich dir das erzählt? Bescheuert. Rede ich Blödsinn?